Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Stellaris Staffel 11. Stellaris Staffel 11. Wir befinden uns im Krieg. Wir befinden uns im Krieg mit den Salorim. Wir möchten sie gerne unterwerfen. Und das werden wir auch tun. Und schicken unsere Flotten hier nach und nach. Genau, genau. Schön in denen ihr Land. Und jetzt haben die aber hier eine Salorim-Flotte. Und die greifen tatsächlich Rebulon an. Das ist nicht bei uns, das ist... Ah, bei uns sind Allianzkumpels. Und ja, schlecht für die. Aber gut. Uns soll das nicht allzu sehr tangieren, denn wir gehen auf direktem Wege. Nämlich nach Kirsek. Ja, und dann gehen wir auch schon direkt nach Havensky. Und wenn wir Havensky angreifen, mein lieber Mann, dann haben wir ein Problem, die Jungs. Dann haben die ein Problem. Wir drücken auch auf Play. Alles klar. So, Moment, zeitkritisches Projekt. Was ist das zeitkritische Projekt? Wir könnten nochmal Texte übersetzen. Das könnten wir mal machen. In einem Monat, ist ja gar nichts. Und den Schleier sollten wir auch durchdringen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Projekt müssen wir jetzt angehen. Xeno Station engaged. Genau, den Schleier zu durchdringen, das ist wichtig. So, Leute, hier wieder ein Kampf. Aber keine Chance. Special Project complete. Spezialprojekt gescheitert, was? Leider war es unseren Linguisten nicht möglich, die Aliensprache der auf Iestara 5 gefundenen alten Dokumente komplett zu verstehen. Trotzdem gelang es ihnen, die wichtigsten Teile zu übersetzen, die uns einen kleinen Einblick in die Kultur ermöglicht haben, aus der sie stammen. 81 Einfluss, immerhin. Aber gut, Debris schade. Analyzed. Schade. Okay. Freunde, das machen wir weg. Für die Verstärkung im Transit, das ist alles in Ordnung. Hier die Kampfstatistik. Brauchen wir auch nicht. Ist gut, Trümmer analysiert, alles klar. Bergbaudrohnenlaser plus 10%, immerhin. Passt schon. Ich sehe mal wieder aus. Fix und fertig. Harter Tag gewesen heute, Leute. Harter. Es gibt gerade irgendwie nur noch harte Tage in diesen Zeiten der Krise. Gucken wir hier auf Damsat. Wie es da aussieht, alles klar. Er hat keine Befehle. Dann bau mal da schön. Schön alles hin. So. Hier haben wir 777. Wir müssten es eigentlich... Ah, okay, da haben wir schon jemanden hingeschickt. Ist in Ordnung, machen wir. Okay. Beendet. So, Dimensionsloch. Die ISS Trailblazer hat es nie ganz nach THX-7 geschafft. Anomalien dort zu studieren. Als das Schiff mit Wissenschaftsoffizier Cale McNevin sowie der gesamten Besatzung durch das Trümmerfeld flog, hörte es einfach auf zu existieren. Nur Minuten später wieder aufzutauchen. Cale McNevin berichtet, sie hätten sich kurzzeitig in einer Art extradimensionalem Weltraum befunden. Dort sahen sie, dass sie von zahllosen fremden Schiffen umgeben waren, die in einer anscheinend endlosen Leere hingen. Bevor die Besatzung ihre Position ermitteln konnte, verblasste die Vision abrupt und man fand sich im regulären Weltraum wieder. Leider aber fehlte die Hälfte der Besatzung. Oh verdammt! Wissenschaftsoffizier Cale McNevin vermutet, sie wurde in diesem merkwürdigen Weltraum von einem unerkennbaren Mechanismus gezielt gefangen. Er erhält 200 Erfahrung. Was der nicht alles erlebt, der Gute, mein lieber Mann. Cale McNevin, na dann. Okay, Freunde. Wir sind hier unten, wir schicken gleich mal rüber zum nächsten System. Jetzt wird es hier langsam halt doch interessant, gell? Guck mal, Latoria, wie sieht es denn da aus? Da sieht es ganz gut aus. Da werden wir Handelsknoten bauen. Zwei Stück. Und wir werden außerdem, na, ich überlege gerade, ob wir vielleicht eine Hydrokultur bauen. Das andere haben wir noch. Ah doch, Moment. Bergungsmodul ist auch so ein Ding. Das haben wir auch noch nie gebaut. Mit Schrottsammler-Enklave haben wir ja auch keine. Schrottsammler-Enklave, ja. Also entweder ein Weltraumhandelsunternehmen oder eine Hydrokultur. Und ja, ich würde... Ne, wir machen es Weltraumhandelsunternehmen. Weil wir nämlich auf einem der Planeten hier demnächst, sobald es hier weitergeht, also wir bauen ja
ohne Ende, wir bauen ja endlos viel, dass wir da dann irgendwo sagen, okay, wir bauen, egal, hier zum Beispiel, bauen wir das Ernährungszentrum. Ja, das produziert nämlich 100 Nahrung. Sollten wir tun. Sollten wir tun und werden wir auch tun. So. Mal hier. Wegmo. Junge, greift den Piraten hier an. Xeno Station engaged. Kampf beendet. Sehr gut. Dimensionale Strömung hat jetzt nichts mit dem Kampf hier zu tun, das ist was anderes. Die verschwundenen Besatzungsmitglieder der ISS Trailblazer, die man schon in der dimensionalen Strömung verloren geglaubt hatte, sind wieder aufgetaucht. Oh, ho, ho, ho. Sie kontaktierten uns von einem unbekannten Schiff, das unseren eigenen Forschungsschiffen nicht unähnlich war. Dieses Schiff trieb untätig in der Nähe der Position, bei der die ISS Trailblazer ursprünglich in der Dimensionsströmung geraten war. Sie behaupten, sich nicht an ihre Zeit außerhalb unserer Dimension zu erinnern. Ihnen bleibt lediglich das vage Gefühl, einige Zeit fort gewesen zu sein. Sie wünschen sich nur, ihren Dienst unter Wissenschaftsoffizier Kyle McNevin fortzusetzen. Außerdem beabsichtigen sie, ihr Schiff den quentivischen Behörden zu überstellen. Sie werden feindselig. Ne, wir machen mal nun gut. Wir machen mal nun gut. Und ja. Wir treffen jetzt ein paar Entscheidungen, weil ich das Gefühl habe, wir können uns gewisse Dinge momentan einfach leisten. Wie wir uns ja jetzt leisten, dass wir untertan geworden sind von diesem Drecksack, von der Unheilskreatur. Also das war ein großer Fehler, wir hätten den vernichten sollen und da ist er. So ein kleiner, verkommener, ekliger Wurm. Aber gut, er ist unser neuer Herrscher und wir werden ihn mal demnächst irgendwann... Versteht schon, ein bisschen metzeln. So, zerstörte Dyson-Sphäre. Wir haben im Kier-Sec-System die Überreste einer gewaltigen Weltraumstruktur entdeckt, die den Primärstern des Systems umfasst. Unsere Wissenschaftler vermuten, dass dies einst eine funktionierende Dyson-Sphäre gewesen sein könnte. Eine Megastruktur zur Nutzung der Energie eines Sterns. Sie ist offensichtlich nicht mehr betriebsbereit, da ihr Rumpf starke Schusswirkungen eines unbekannten Energiewaffentyps aufweist. Zu erwähnen sind auch noch die großen Trümmerfelder, die die Sphäre umgeben. Die Megastruktur selbst ist zwar uralt, aber es scheint so, als wäre ein Großteil der Trümmer im System deutlich jüngeren Ursprungs. Die Trümmer scheinen hauptsächlich von zwei stattlichen Schlachtflotten zu stammen, die sich gegenseitig vernichteten. Vielleicht ist dieses Gefecht Teil eines Kriegs der jüngeren galaktischen Geschichte gewesen, in dem es um den Besitz der zerschmetterten Sphäre ging. Interessant. Okay, da ist die Sphäre. Oh ja. We have mastered a new technology. So, guck mal, wir kämpfen ja jetzt hier. System survey complete. Haben das hier besiegt. Moment, war alles gut soweit. Jetzt eins nach dem anderen. Die Trümmer im Asgard-System haben wir analysiert. Passt schon, ist in Ordnung. Hier Flottenkampfstatistik, wir haben kein Schiff verloren. Passt uns gut, dann können wir eigentlich gleich weiter. Sind wir eigentlich auch so? Geht es? Dass der beide jetzt einfach einnimmt? So, mal gucken. Das war die Geschichte, genau. Flottenkampfstatistik, 7 Korvetten gegen den Asteroiden-Ausposten, die konnten uns ja gar nichts anhaben in irgendeiner Form. Wir gehen mal reparieren. Wo gehen wir reparieren? In Tue. Na dann, gehen wir in Tue reparieren. Gut. Und hier die Flottenkampfstatistik im Kir-6-System. Konnten sie uns auch nichts anhaben. Sehr gut, aber sie haben doch ein bisschen Schaden gemacht. Aber wenig. Wenig Schaden auf Rumpf und wenig Schaden auf Panzerung. Bisschen mehr auf die Schilde. Ja. Ein bisschen mehr auf die Schilde und wir sind bei 86%. Jo. Passt noch. Gehen wir nach Kenhial. Und ja, eine kleine Station nur. Ja, und dann nähern wir uns eben Haven Sky. Oh ja. Wer ist denn jetzt die Ziran Confederation, mein Lieber? Feindlich. Ziran Confederation. Im Krieg
mit den Salorim. Deren Unabhängigkeit wird garantiert von den Rektala und Vaxicodium Primum. Oh, Primum, das ist schlecht. Das ist sogar richtig schlecht, denn Vaxicodium Primum und Misha hier, das sind, ja, da. Die sind stark. Und wir sind aber trotzdem aufgestiegen auf den dritten Platz wieder. Sehr gut, ja. Ne, wir möchten aber die Salorim jetzt endlich gerne unterwerfen. Die haben gar keine Planeten mehr. Was sollen wir denn da unterwerfen, wenn die nichts mehr haben? Hier oben haben sie auch noch was. Dann werden wir halt nach Ostici reisen. Problem ist halt, jetzt ein Großkrieg. Ein Großkrieg mit den ganzen anderen hier anzuzetteln. Ist, glaube ich, nicht in unserem Interesse, oder? Rektala, Stellar Sovereign und Raxicodium Primum. Na gut, okay. Schwierig. Schwierig. Wirklich schwierig, meine Güte. Fürchterlich. So, wir haben auf jeden Fall die Hyperschilde erforscht. Wundervoll, sehr gut. Wir könnten den planetaren Schildgenerator erforschen. Der reizt mich nicht so sehr. Er reizt mich gerade nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Was jetzt viel interessanter wäre, der Disruptor, halte ich halt auch nicht so viel davon, ja. Aber wenn wir den Antimaterie-Reaktor freischalten, dann kriegen wir nämlich hier in weiteren Feldern, schalten wir was frei, das ist sozusagen eine Schlüsseltechnologie. Und jetzt mal gucken, ob wir einen Partikelforscher haben. Ich glaube, wir müssten einen haben. Hier, mein Freund. Ja, gut aus. 77%. Oh ja. Oh ja. So, jetzt gucken wir mal, ob die Militärtheoretiker inzwischen frei sind. Wir haben ja Militärtheoretiker. Wir haben zwei, oder? Genau, wir haben zwei. Dann würden wir vielleicht. Ja, komm. Ivanikov. Na, aber er ist Level 5. Ah, der ist auf der Forschungsmission. Da geht's nicht. Er ist nicht auf Forschungsmission. Da geht's. Okay, dann kann der forschen. 79% sogar. Perfekt. Also wir haben jetzt hier alles übereinstimmend. Ja, seht ihr? Ideal. Ideal. Müssen wir geschwind den Forschungsschiffen. Hier jemanden zuordnen. Den haben wir noch. Den haben wir. Da ordnen wir auch jemanden zu. So. Gucken wir mal, können wir hier irgendwas automatisieren? Mal automatische Erkundung. Ja, mal. Das ist in Ordnung. So. Das Ziv-System ist erkundet. Gut. Und da haben wir noch ein anderes. Ah. Das ist jetzt The Other Science Ship. Oha. Okay. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien plus 40%. Hat das schon von Haus aus? Hat das andere Schiff das auch? Ist sogar viel besser. Leute, ist sogar viel besser. Ich weiß nicht, ob wir das nicht einfach, ob wir sagen, können wir sagen, tschüss. Auflösen. Weg. Weg damit. Weg. Bisschen. Gottes Willen. Ja, mach mal. Mach mal, das passt schon. So. Flottenkampfstatistik hier ist in Ordnung. Weg damit, weg damit. Feindflotten in der Nähe. Ja, die Ancient Mining Drones. Gegen die kämpfen wir jetzt und ich hoffe, dass wir den Kampf gewinnen, dass wir eine Chance haben. Und die gehen nur auf die Schilde. Aber ja, wir gehen gut auf den Rumpf. Wir gehen auf den Rumpf sehr gut. Überall die Bergbaudrohnen sterben dahin. Debris analyzed. Sauber. Ja, die machen wenig Schaden, immer weniger Schaden machen die. Wir machen immer mehr und sie haben keine Chance, ja. Keine Chance. Auch nur im Ansatz. Auch nur im Ansatz hier irgendwas zu tun. Loria, nee, geh mal hier hin. Spezialprojekt erkunden und danach das System erkunden. Ja, passt. Passt doch gut. Passt gut. Der Asteroid B134038
und die ihn umgebenden Trümmer stammen anscheinend von einem ehemaligen Planeten. Tief im Kern des Asteroiden finden wir Spuren von extrem wertvollen Legierungen. Wow. Es gibt außerdem Hinweise auf bakterielles Leben, das hier im Vakuum des Weltraums abgestorben ist. Dies zeigt uns, dass auf diesem Himmelskörper einst wohl Leben möglich gewesen ist. Sehr gut. Plus 3 Legierungen. Wie wichtig sind Legierungen? Brutal wichtig. So, mein Freund. We have mastered a new technology. Dann geh du mal hier hin. Er hat keine Befehle, auch schlecht. Ovastum modernisieren wir. Ja, passt schon. Alles gut soweit. So, wo kämpfen wir? Wir kämpfen hier. Ja, also es hat funktioniert. Alles gut. So, stopp. Okay, Freunde. Wohlstand. Was holen wir als nächstes? Wir holen entweder interstellares Franchising. Stadtdistrikte stellen zusätzlich einen Büroangestelltenjob zur Verfügung. Oder Gebäude und Distrikte haben 10% geringere Baukosten und 25% erhöhte Baugeschwindigkeit. Das machen wir. Weil wir haben inzwischen so viele Planeten, dass wir eigentlich ständig am Bauen sind in irgendeiner Form. Und von daher wäre es blöd, Sinn, da nichts zu machen. Gut, Gosam Prime zum Beispiel können wir ein bisschen Gas geben. Und wir haben auch einen arbeitslosen Arbeiter. Da würde ich sagen, machen wir ein Energienetz. Dass wir hier ein bisschen produzieren. 65 schon, gar nicht schlecht. 65 Energy Credits und da wird noch ein bisschen mehr Energy Credits fabrizieren. Passt schon. Ja, Leute, perfekt. Das ist in Ordnung. Asgard-System nochmal drüber erforscht, ist in Ordnung. Strikeforce Basilisk vollständig repariert. Gut, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Our ships have been upgraded. Können wir da lassen an der Stelle. Da lassen wir auch mal, das passt alles schon. Glockenkampfstatistik uninteressant, alles abgegradet, auch gut. So, wir haben Erkenntnis über das enigmatische Tor erhalten. Da müssen wir mal gucken, wie viele Erkenntnisse wir denn schon haben. Und jetzt kommen halt nur noch interessante Geschichten, Leute. Ja, aber ich würde sagen, wir machen tatsächlich die Nano-Legierungsgießerei, weil wir einfach Legierungen jetzt rausklopfen möchten. Nicht zu knapp. Wir haben keinen entsprechenden Forscher. So einen haben wir nicht. So einen haben wir nicht. Dann lassen wir es mal wie gehabt. Mit 64% finde ich ganz ordentlich. Und das ist ein ganz ordentlicher Wert. Können wir uns eigentlich gar nicht so beklagen. Jetzt gucken wir mal. Ja, halt, stopp. Der hat seine Befehle noch nicht bekommen. So, und er. Trailert quasi den hier hinterher. Okay. Das schon mal geregelt. Und nun. Achtung. Geht's hier oben weiter? Wir kommen nicht durch. Ernsthaft. Wir kommen nicht durch. Wo ist unser bemanntes Raumschiff? Hier unten? Dann deck mal auf. 284 Tage. Geht eigentlich sogar. Die warten wir jetzt noch vollends. Forschungsabkommen gebrochen. Die Construction complete. Republik. Die gehören zu uns. Mit der Allianz der. Die hätten ein Forschungsabkommen. Ehrlich. Migrationsabkommen gebrochen. Was ist denn das jetzt hier? Oha, und woher wissen wir das? Ach du meine Güte. Das Opferbelohnung ist abgelaufen. Heieieiei. Wir machen aus Opferbelohnung. Das machen wir weiter. Ist in Ordnung. Die machen so ein Ding echt mit uns. Mann. Kriegsführende Staaten.
Bauwerke aus lebendem Metall. Alles nett. Jetzt stopp. Also. Die Allianz von Raxicodium Primum möchte uns den Krieg erklären. Allianz von Raxicodium Primum, seid ihr unten? Seid ihr noch irgendwo? Nicht wirklich. Ne, hier Blödsinn. Die Quast sind überhaupt nicht bei uns. Die Quack sind bei uns, wenn die auch alle gleich heißen. Nein, Leute, die hier sind das Problem. Aber gut, dass wir es wissen. Gut, dass wir es wissen. Da bauen wir gleich mal hier ein bisschen was hin. Moment, und jetzt muss man halt gucken, wo wir hier was hinbauen. Karmwall wird extrem wichtig sein. Und verbessern dann die Station hier. So, Leute, dann gehen wir hier nach Karrenwall. Dann gucken wir mal Enif. Wie gesagt, Enif ist eben die Station, die hier abgegradet werden muss. Also ich rechne mit dem Krieg dann hier vom Süden. Hauptsächlich. Ja, mit dem Krieg hier. Dann sollten wir gucken, dass wir blocken. Ah, die können dann schon. Enif ist schon wichtig. Und hier unten ist auch wichtig. Jetzt gucken wir mal. Wir werden auf jeden Fall. Orientiert sich denn eine zu bauen? Ja, da werden wir in Roden werden wir noch. Roden werden wir verbessern. Im Raumhafen, okay. Mindestens einer unserer Flotten steht im Gefecht. Das ist interessant, das kenne ich noch nicht. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das hier sehe. Kriegsvorbereitung. Sehr interessant. Das lassen wir uns auch hier leuchten als stete Mahnung daran, dass es, ja, dass es abgeht. We have mastered a new technology. Ja. Wirtschaftspakt gebrochen, die Quast mit Raxicodium. Ja, Leute. Die Quast sind doch hier unten. Mit den Quast haben wir doch gar nichts zu tun. Die Quast sind dann unsere Freunde quasi, oder? Die sind auch feindlich. Leute, aber ihr seid nicht feindlich. Ihr seid eigentlich... Seid ihr... Nicht feindlich. Wir können die Unabhängigkeit von denen unterstützen. Eine Gesellschaft wie die eure sollte sich nicht damit zufrieden geben, sich in Knechtschaft zu verbeugen. Solltet ihr jemals nach Freiheit streben, habt ihr unsere... Na, auch blöd, oder? Kommt Quast, wir haben nichts gegen euch. Wir gehen dann sowieso gegen die Raxicodium Primum vor. Ja. Halt, stopp. Wir haben den Antimaterie-Reaktor erfunden. Sehr gut. Wurmlochreise. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen Schiss. Nullpunktreise weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Wir machen den Nullpunktreaktor. Das passt schon. Weiter geht's. 30.000. Yume Ishikawa, Stufe 4. Okay. Und hier, wir können jetzt ein Relikt aktivieren. Wir können jetzt die Unterlichtgeschwindigkeit um 25% erhöhen. Oder wir können eine Gaia-Welt erschaffen. Ich würde sagen, jetzt momentan, wir brauchen keine Gaia-Welt, wir brauchen jetzt wirklich die Unterlichtgeschwindigkeit um 25% erhöht. Damit wir im Kriegsfall. Construction complete. Im Kriegsfall doch relativ schnell unsere Truppen verlegen und eingreifen können. Das brauchen wir schon. So, Meskeban ist vollständig erkundet. Und eine Savannenwelt. Oh.
Okay. Meskeban. Jetzt gucken wir mal. Uralter Zerstörer, autonome Drohne, alles klar. Dann gehen wir mal hier lang und erkunden hier auf diese Art und Weise. Okay, so, stopp. Baldarak. Erforscht. Gut. Läuft. So. Mal weiter. Unsere Planeten. Sieht alles gut aus soweit. Jebens Schiffwerft. Können wir alles upgraden hier? Machen wir auch. Stopp, hier unten. Our ships have been upgraded. Ja, 3,7, 3,8. Sieht gut aus. Dann werden wir jetzt hier tatsächlich mal Schlachtschiffe und Kreuzer bauen. Ja gut, aber halt Flottenkapazität. Jetzt bräuchten wir eine höhere Flottenkapazität. Die sollten wir dann auch entsprechend nutzen. Our ships have been upgraded. Ja, ja. So, was ist hier los? Er baut automatisch. Ja, ich glaube, dann bauen wir mal automatisch. We have mastered a new technology. Stopp, passt schon. Trümmer in Valamoria. Erforscht. Gut. Was? War das hier? Nun gut, okay. Und wir haben galaktische Kampagne mit den Einflusskosten und der Kriegsmüdigkeit. Perfekt. Das ist gut. Ja, Leute, die Lebensdauer der Anführer erhöhen wir. Perfekt. Wir haben sogar einen Forscher. Wilhelm von Halkett wird uns das hier erforschen. Mit 77%, sehr gut. Jetzt werden wir wieder auf unser verwaistes Forschungsschiff, die Annike Fischer, setzen. Wir haben sogar. Nee, er kommt auch. Haben wir noch ein verwaistes Schiff? Nö. Da haben wir überall einen. Okay, gut, dann haben wir noch einen Wissenschaftler. Ja. Construction complete. Dann haben wir noch einen Wissenschaftler, der zur freien Verfügung steht. Gut. So. Leute. Strike Force Phoenix, würde ich sagen, kommt da runter. Er wird hier erkunden und er kommt mal mit. So, er kommt mal mit. Jetzt, Moment. Er hat keine Befehle, das ist schon mal schlecht. Ja. Er kommt hier hin und baut dann hier ein Hyperrelais hin. Und danach hier hin ein Hyperrelais. Ja. Dann können wir nämlich direkt hier Gas geben. Und roden nach Enif. So, ein Rohdiamant. Nach Abschluss des Studiums von Valamoria 4 berichtet Wissenschaftsoffizier Anja von Gebser, dass der Planet ungewöhnlich mineralreich ist. Die Entdeckung ist hauptsächlich einem bestimmten Besatzungsmitglied der ISS-C4 zu verdanken. Anja von Gebser lobt ihren Schützling in höchsten Tönen. Jawohl, bietet ihm eine Position als Wissenschaftsoffizier an. Valamoria plus 6 Mineralien, oder sie verrichtet gute Arbeit. Ja, ich habe genug Wissenschaftsoffiziere. Nee, sie verrichtet gute Arbeit, wo sie jetzt. Evasive maneuvers initiated. Okay. Praxicodium Primum ist nicht länger ein gültiger Rivale für uns. Jetzt geht es um die Oshola-Station. Gut, dann fliegen wir jetzt doch mal zur Oshola-Station. Darum ging es ja, dass wir das hier dann Construction erfahren. Complete. Einfach der Ausweich passt. Ovastivum 1. Da unten.
Nö, alles gut. Station fertig. Ja, brauchen wir eine Sternbasis bei Grunor, selbstverständlich. Achtung. Salorim hat Raxicodium Primum zum Rivalen erklärt. Auch in Ordnung. Das war dieser Flottenkampf hier. Ah. Anomaly found. Construction complete. Jetzt Achtung. System survey complete. Hostile Xeno fleet engaged. We have mastered a new technology. Der Senat hat den Beschluss reguliertes Wachstum abgelehnt. Die Leute, jetzt wird's aber ganz komisch hier. Wann ist gestorben im Alter von 108 Jahren? Das macht nichts. Hier wird Anneke Fischer nämlich da jetzt Kapitän werden. So, Moment. Moment, Hearthsea. Wir werden Hearthsea jetzt nämlich ein bisschen Hallo sagen auf Hearthsea, oder? Was haltet ihr davon? Ja. Ist gut, oder? Das machen wir. Moment, da gehen wir jetzt auch schnell hier runter. Invading Xeno Lair. Das Lair. Hostile Xeno Fleet engaged. Von Lair kann man nicht unbedingt sprechen hier an der Stelle. Jetzt Moment. Okay, wir haben jetzt hier Planeten erobert. Raumkämpfe 3%, Besetzung 36%, Gesamt 43%. Oh Leute, Status quo verhandeln. Ne, wir möchten gerne die Kriegsziele durchsetzen. Muss mal Gas geben. So, Moment. Raumkampf in Hilos. Raumkampf erledigt. Sehr gut. So, hier, Forschung. Also, Befehlslimit. Flotte, wir brauchen die Flottenkapazität. Die brauchen wir. Ja, oder die Sternbasenkapazität. Ja, die lassen wir mal noch. Wir machen mal tatsächlich das Befehlslimit der Flotte. So, hat es geklappt? Hat geklappt. Very good. 79%. Optimal. Fortgeschrittenes Trägergeschwader. Es wird immer besser. Das holen wir uns jetzt auch tatsächlich. Auch mit 79%. Bin wann gestorben? Gut. Und das regulierte Wachstum. Wo war das? Das regulierte Wachstum. Finden wir das überhaupt jetzt? Wenn wir das hier sehen. Ne, wo ist es? Gar nicht klar. Ja gut, ist okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Passt schon. So, die innere Maschine. Wie bereits vermutet, enthält der Asteroid TR44354F eine große Masse an Metall und versteckt tatsächlich eine Art von Maschine. Die gesammelten Daten zeigen deutlich, dass seine Bestandteile eine große Menge an gespeicherter Energie enthalten, aber ihr Zweck ist weiterhin unbekannt. Geht vorsichtig vor. Nehmt eine Probe. So. Trojanischer Asteroid, was? Die erzwungene Entnahme einer Probe durch die ISS C4 erwies sich als äußerst bedauerliche Entscheidung. Innerhalb des Asteroiden war eine Menge alter Bergbaudrohnen versteckt, die so programmiert waren, dass sie bei Kontakt angreifen. Die Drohnen haben die Anwesenheit der ISS C4 erkannt und beginnen damit, sich hochzufahren. Es bleibt vielleicht noch Zeit für ein Ausweichmanöver, wenn die ISS C4 rasch handelt. Dann handel mal rasch. Korinth-System erforscht, ist in Ordnung. Hier Messgebahn, das hätte ich gern. Da müssen wir Gas geben, das hätte ich schon gern. Klaus Brill, Stufe 3, super. Invasion vorbei, Hearthsea. Haben wir uns quasi einverleibt. Okay. So. Evasive Maneuvers in Mission. Schiff im Schlepptau passt. Uralte Drohnen, ja, die sind halt schon schwach.
Das sind jetzt keine großen Drohnen, die da. Hier in irgendeinem Raum lauern würden. Evasive maneuvers initiated. So, stopp. Quack-Regime hat direkt Teller Sovereignty zum Rivalen erklärt. Ja, können sie ruhig machen. Beinflotten ausweichen. Alles gut soweit, Leute. Alles gut soweit. Okay. So. Hier oben Karrenwall. Wie sieht das aus? Ah, die ist gleich abgegradet. Dann warten wir noch, bis sie vollends abgegradet ist. System Survey complete. Ja, alles gut. Construction Moment. Complete. Pause. So, da machen wir. Eine Geschützbatterie. Und da unten würde ich sagen, Störfeldgenerator. Und dann wird sie abgegradet. So, trojanischer Asteroid. Neuigkeiten bezüglich der Ereignisse, die sich im Asteroiden TR-44-354F abgespielt haben, haben das Netzwerk von Koros erreicht. Wissenschaftler haben mit Neugier reagiert und die Frage gestellt, warum die Drohnen überhaupt in dem Asteroiden deponiert wurden. Haben sie etwas bewacht? Neues Spezialprojekt, trojanischer Asteroid, okay. Alexander Driscoll, Fähigkeitsstufe 3. Krogainen vollständig erkundet, passt auch ganz gut. Die Salorim. Colonization efforts begun. Verstehe nicht, was die Salorim. System survey complete. Ansprüche stellen auf unsere Planeten, also macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Finde ich jetzt so. Gut, auf der Fabrikwelt, da fehlen uns Wohnungen. Und einen Job gibt es da auch nicht mehr so richtig. Okay, ist in Ordnung. Dann wisst ihr was. Dann machen wir hier Regierungsgießereien. Danach kommt ein Industriedistrikt dahin. Während hier, da haben wir einen Arbeitslosen. Quent. Na gut. Da haben wir jetzt nicht wirklich was, was wir hier bauen könnten. Und Legierungsgießereien, die sind ja eigentlich auch Spezialisten. Metallurgen, aber dann müssen die vielleicht über lang oder kurz einfach in der Hierarchie ein bisschen aufsteigen. Ja. Dann wird das schon klappen. Da haben wir einen arbeitslosen Arbeiter. Ist in Ordnung. Ja, nee, alles gut soweit eigentlich. Leute, alles gut so. Psycor. Wir könnten einen Psycor bauen. Gar nicht so dumm, oder? 21 Einigkeit pro Jobs. Oh, das ist halt schon mächtig. Leute, das ist schon mächtig. Das Psycho. Fand ich richtig sympathisch sogar. Aber auf dem Planeten möchten wir vor allem forschen. Wir möchten mehr forschen. Können wir gar nicht forschen, oder was? Och, Forschungslabor hier. Passt doch, ja. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Construction complete. Graden mal ganz ordentlich ab. Ja gut. EuGSIM-System erforscht. Und hier hat es lauter Blocker, aber keine schlimmen. Nee, alles machbar. Theoretisch. Die Flottenkapazität, da mache ich mir jetzt aber schon Sorgen. So, Achtung. Puh, Leute. We have mastered a new technology. Gut, wir haben den Nullpunktreaktor erforscht. Das wird immer besser. Es wird immer besser. Und dann mach halt in Herrgott's Namen den Bergbaudrohnenlaser. Nur 67%. Schade eigentlich. Okay, und hier haben wir das Hypercoms Forum. Was macht das? Produziert 3 Einigkeit für jeden Aufstiegsvorteil. Wir haben 3 Aufstiegsvorteile, oder? Dann haben wir 2. Wir haben 3, also werden das 9. Ja, auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Bewohnbarkeit plus 5%. Hier Unterhalt. Baugeschwindigkeit, Schiffe, Unterhalt. Ideal. Ja, perfekt. Sehr gut, Leute. Sehr gut. So, bei Kamiya, wie sieht's da aus? Ein Arbeitslosen, Schabtak. Haben wir einen Generator-Distrikt, dann kann er da schön arbeiten. Na, da oben haben wir halt auch, gell? Medizinarbeiter. Die wir mal auffüllen müssten, noch ein bisschen. Na gut. Gehen wir jetzt hier nach Ustici hoch. Da wird es wahrscheinlich zum Kampf kommen. Ja, sehr gut. Oh, hier unten sind wir gar nicht weitergegangen. Das darf man halt nicht vergessen. Man muss die Truppen immer weiter schicken. System Survey complete. So, und hier kommt es zur nächsten großen Schlacht. Ja. Ja, da hatten die jetzt wirklich auch nicht viel entgegenzusetzen. 184 ist in Ordnung. Damit können wir umgehen. Und das sind alles noch keine Psioniker-Armeen. Leute. One of our spaceports is under attack. Piratengesichter. Ja, die haben mir jetzt noch gefehlt. Müssten wir ein Colossee upgraden? Ernsthaft? Da kommen wir doch gar nicht hin. Invading Xeno Lair. Dann machen wir mal zwei Vorteile. Construction complete. Dann sind wir nämlich bei 1,4. Wird die Sache schon interessanter. So, jetzt hier. We have mastered a new technology. An der Frontlinie. Und ich finde, diese Kämpfe, die könnten ruhig ein bisschen schöner gestaltet werden, mal. Das hätte noch keinem geschadet. Hat noch keinem geschadet. Ah, jetzt haben wir richtig Mineralienüberschuss, mein lieber Mann. Dann würde ich doch mal sagen, dass wir von diesen überschüssigen Mineralien verkaufen wir. Also wir verkaufen es welche. Und zwar vielleicht ein Zehner. Und dann kaufen wir ein paar Legierungen. So machen wir das. Construction complete. We have mastered a new technology. So, Achtung, 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 Achtung. Verfügbare Wohnung, uns fehlt eine. Oh, Leute, echt, mir brennen die Augen schon. Es geht halt einfach richtig ab. Our ships have been upgraded. Es geht richtig ab. Hier auch einen arbeitslosen Arbeiter. Auch mal eine Zivilindustrie, aber. Ist ja hier alles ein bisschen eine andere Geschichte. Wir können auch mal auf Opfertempel wieder gehen. Syban Prime können wir upgraden. Sehr gut. Okay. So, stopp. Physikforschung, die Wurmlochreise. Ich halte halt von der nichts von der Wurmlochreise. Wir machen die Hilfsfeuerkontrolle. Mit einem Computertechniker, wenn wir einen haben. Ich erinnere mich nicht dran, dass wir einen hätten. Sieht schlecht aus. Macht nichts. Ups, alles gut. Alles gut. Und hier unten werden wir die geheime Weltraumeinrichtung. Ja? Nee, machen wir aber nicht. Aber machen wir doch. Ja, komm. Wir machen die geheime Weltraumeinrichtung. Gibt es einen Händeschüttler? Gibt einen. Sehr gut. Und gehen wir runter. Den Piloten wieder, den Wissenschaftler wieder zuordnen. Achtung, hier Forschungsschiff, Traveler. Da
das nicht automatisch geschieht, könnte ja eigentlich alles viel leichter von der Hand gehen. Piratenstation überfallen. Ah, sehr gut. Wir haben es tatsächlich geschafft und auch überlebt, oder? Das war nicht die Schlacht. Das hier, das war die Schlacht. Und ja, die Plünderer-Schiffe sind eigentlich alle entkommen, mehr oder weniger. Oder sowas. Na ja, gut. Dann ist es so. Weg damit. Kilos-System erforscht. Okay. Er baut die Bergbaustation. Danach holt er das Healer-System zurück. Was heißt zurück? Gliedert es ein. Ins Reich, okay. Evasive maneuvers initiated. Das passt schon. Incoming transmission. Jetzt hier aus, der baut das Hyperrelais. We have mastered a new technology. Oh Leute, was geht denn ab? Die Hilfskontrolle auch schon fertig? Also irgendwie kann das sein, dass das so mega schnell alles geht. Mir kommt es gerade ein bisschen übertrieben schnell vor, aber gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch auf die Zitadelle. Ja, auf die Schlachtschiffe wäre halt auch mega, gell? Wir gehen auf die Schlachtschiffe, dass wir die ein Viertel schneller bauen können und zum günstigeren Preis. Was machen wir? Migrationsabkommen mit dem Quack. Wir sind aber xenophob, wir mögen keine, muss nicht sein. Brauchen wir nicht. Geisterschiff, unsere Scans des Hilos-Trümmerfelds sind abgeschlossen. Die chemische Zusammensetzung weist sowohl organische als auch abiogene Eigenschaften auf und ist mit nichts vergleichbar, was wir je gesehen haben. Was das seltsame Schiff, das im System patrouilliert, mit dem Trümmerfeld zu tun hat, ist weiterhin unbekannt. Es gibt keine Lebenszeichen an Bord, wir konnten nicht einmal Energiesignaturen feststellen. Da wir dieses Phänomen nicht näher beschreiben können, haben wir es vorläufig Geisterschiff genannt. Situation Log updated. Genau, und jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Ein Situationsprotokoll und ja, wir geben schon, also die Mischa und wir. Ja, wir setzen uns deutlich ab vom Rest. Deutlich. Aber die Mischa gibt es tatsächlich noch. Und die Mischa. Jo. Mischa? Nicht so easy. So, jetzt erforschen wir aber, durchdringen wir den Schleier. Das müssen wir schon machen. Incoming Transmission. Wirtschaftspakt. Wirtschaftspakt mit den Quack. Das haben wir uns ja schon mal überlegt, ob man das machen soll. Ist, glaube ich, auch gar nicht das Blödeste, den Wirtschaftspakt zu machen. Hat uns halt Einfluss gekostet, aber wir machen es. Wir machen einen Wirtschaftspakt tatsächlich. Wenn wir jetzt mal gleich gucken, wenn der neue Monat beginnt, dann müsst ihr hier hochschnellen. Naja. Ist jetzt nicht so hochgeschnellt, wie ich das gedacht hätte, aber gut. Construction complete. Also Leute, Achtung. Die Kauri-Station? Ach ja. Die Salorin, was möchten die denn eigentlich von uns noch? Warte mal, wir müssen hier runter. Ja, wir sollten mal echt nach Rebulon. Our ships have been upgraded. So, jetzt decken wir hier ein bisschen auf. Ich glaube nicht, dass es hier noch arg viel gibt, oder? Kann es sein, dass da oben nicht mehr so viel gibt? Gut, wir werden halt mal das Salorim Imperium jetzt hier abfliegen. Mal gucken, noch 15 bis zu unserem Sieg. Das wird ganz gut. Evasive maneuvers initiated. Hier ist alles in Ordnung.
Alles gut soweit. So, Neckar Prime. Moment, da haben wir auch einen Arbeitslosen. Auch einen Arbeiter. Weil der ist ja brutal. Mein lieber Mann. Planetenaufbruch. Die gesamte geologische Struktur von Shutra C2 ist tatsächlich im Wandel begriffen. Wissenschaftsoffizier Anja von Gebser versichert uns, dieser tektonische Prozess sei so faszinierend wie esoterisch. Viel interessanter für die göttlichen Quent ist aber, dass wir in der Lage sein könnten, die unaufhörliche chaotische Selbsttransformation des Planeten strategisch aufzuhalten. Kurz gesagt, es ist theoretisch möglich, den Planeten über Terraforming fast augenblicklich etwas bewohnbarer zu machen, wenn auch nicht ganz. Anja von Gebser vermutet, dass für die gründliche Zuordnung der planetaren Aktivität und die Bewertung eines in seinen Worten chirurgischen Terraforming-Schlags zusätzlich 200 Energy Credits benötigt werden. Ja, natürlich lassen wir die springen. Machen wir. Our ships have been upgraded. Gescheitert. Natürlich gescheitert, also alles klar. Die Besatzung der ISS Zephyr berichtet enttäuscht, dass sich das Zeitfenster zum Terraforming von Shutra C2 geschlossen hat, obwohl sie ihr Bestes gegeben hatten, um es rechtzeitig zu identifizieren. In den nächsten paar Jahrhunderten wird es wohl eher unwahrscheinlich, eine weitere Gelegenheit dazu geben. Toll. Our ships have been upgraded. So. Die Katea-Station, alles in Ordnung. Gouverneur Meyer. Sandra Meyer, Stufe 3, sehr gut. Aber Moment, das sind die Quack hier. Ist eigentlich alles in Ordnung soweit. Da drüben sind auch die Quack. Ja, die Saloreben, die haben ja nicht mehr viel zu melden. Da fehlt uns wieder. Ja, da fehlt uns dann wieder ein Forschungsschiff hier unten. Geisterschiffe erforschen. Ah, da haben wir doch ein Forschungsschiff. Fliegen wir mal so, passt schon. Alles gut. Fliegen wir mal da runter, ist noch. So, Flotte ist gefechtsbereit. Gut. Warum können wir da keine Sternbasis bauen? Ist nicht vollständig erkundet. Ah, Mann. Machst du? Lyca-System erkunden? Glaube ich eher weniger, mein Freund. Aber da hatten wir auch schon jemanden geschickt, oder? Aber passt. Oh Leute. We have mastered a new technology. Brutal. So. Die erweiterten Gefechtsrollen sind erledigt. Wunderbar, dann machen wir. Die Partikel. Special Project complete. Weiß ich nicht, sondern wir machen den Gamma-Laser. Den machen wir. So. Ubumis Baby. Ubumis Baby? Okay. Unsere Wissenschaftler sind zu dem Schluss gekommen, dass das verlassene Schiff, das in den Logbüchern als Ubume bezeichnet wird, im Hilos-System ein Experiment durchgeführt hat, dessen Ziel die Erschaffung von synthetischem Leben war. Eine Explosion führte jedoch zum Tod der Schiffsbesatzung und des neugeborenen Säuglings. Eine schwache psionische Energie, die in dem Schiffssystem entdeckt wurde, deutet allerdings darauf hin, dass der Geist,
dieser Lebensform Sekunden vor dem Urknall in dem Schiff Besitz, von dem Schiff Besitz ergriffen hat. Es ist denkbar, dass das aufkeimende Bewusstsein die vergangenen Jahrhunderte vergeblich damit verbracht hat, seine Mutter zu suchen. Leider haben wir derzeit keine Möglichkeit, mit dem Wesen zu kommunizieren oder ihm dabei zu helfen, zur Ruhe zu kommen. Für den Moment geht der Spuk im Hilo-System weiter. 11.000 Physikforschung, sehr gut. So, Gosam Prime, arbeitsloser Arbeiter. Wenn mal. Da gibt es noch einen weiteren Job als Techniker dann. Das wäre doch nicht blöd, oder? So, jetzt Moment. Wir kaufen wieder ein bisschen was und wir verkaufen mal 500 Mineralien. Mein lieber Mann. Ja. Wir müssen dann wirklich ein bisschen was tun, um die Flottenkapazität hochzukriegen. Und das werden wir jetzt auch tun. Das machen wir mal. Wir gehen jetzt überall hier. Hierher, wo wir können. Ja, und werden da Ankerplätze bauen. Da haben wir einen Heuchagun. Weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt das bräuchte. Aber ist in Ordnung. Moment, hier auf der Station. Na, ist auch blöd. Aber hier können wir ein schwarzes Loch-Observatorium bauen. Sehr gut. Hier auf der Karrenwaldstation. Da haben wir doch einiges an Verteidigungen. Dann bauen wir noch eine Raketenbatterie, oder? Special Project complete. Moment. Fabrikwelt. Arbeitsloser Arbeiter. Stadtdistrikt hin. Kamia. Können wir upgraden? Passt alles soweit. Okay, gut. Also, Leute. Die Seance. Nach einer tagelangen hypnotischen Trance ist es unseren Psionikern in der Telepathenkonklave endlich gelungen, ein kurzlebiges Portal in den Schleier zu öffnen. Da wir nun eine erste psionische Verbindung hergestellt haben, können wir in Zukunft über das Menü Kontakte okay, alles klar. Auf den Schleier zugreifen. Wenn wir bedeutsame Vorstöße in dieses Reich unternehmen und die Wesen treffen wollen, die dort leben, werden wir wahrscheinlich spezielle psionische Emitter einsetzen müssen, um unsere psionische Reichweite zu vergrößern. Dadurch wird eine enorme Energiemenge verbraucht werden. Die Zeit ist gekommen, um herauszufinden, was wir dort finden können. Cool. Okay, The Shroud. Der Schleier. Der Schleier. Er ist unglaublich, merkwürdig und erschütternd, gleichermaßen aber auch unmittelbar vertraut. Jeder, der psionische Kräfte hat, wird diesen Ort in seinen Träumen gesehen haben, obwohl er ihn zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht kannte. Wir verweilen nun am Abgrund dieses Reichs, ganz in der Nähe der Leere dazwischen, die als Grenze zwischen hier und dem gewöhnlichen Weltraum liegt. Oder was wir als die Wirklichkeit bezeichnen würden. Tiefer in den Schleier hineinzureichen, wird von unserem Telepathen große Anstrengungen erfordern und viel Energie kosten. Wir dürfen nicht schwanken. Selbst jetzt stehen wir unter Beobachtung. In den Schleier hineinreichen. Ja. Our ships have been upgraded. Der Schleier. Wir schauen von weit oben auf unsere Galaxie hinab. Aus einer Entfernung, bei der es sich um Tausende von Lichtjahren handeln muss. Ohne Vorwarnung stürzt uns der psionische Strom mit unfassbarer Geschwindigkeit nach unten auf die unzähligen Sterne zu. In den Barkalid Ancients Raumbereich hinein. Oh, die Barkaliden. Also in das Territorium eines gefallenen Reichs. Anfangs zischen Sterne an uns vorbei, dann Planeten. Und schließlich lässt sich die Vision endlich auf einer Barkalid-Stadt nieder. Dort ragen unglaubliche Türme in den Himmel, gestützt von Antigravitationstechnologien, die den unseren Generationen voraus sind. Der Strom trägt uns in einen solchen Turm. Wand um Wand durchdringen wir, bis wir schließlich in eine Art großen Versammlungsraum gelangen. Dort befinden sich zwei Barkalids, die gemütlich in Schwerelosigkeitssesseln sitzen und sich mit sanften Stimmen unterhalten. Sie sind sich unserer Gegenwart nicht bewusst. Ihren Verstand nach Geheimnissen durchsuchen.
der Schleier. Ah, wir haben es geschafft, okay. Also, die Barkalits sind eindeutig irgendeine Art von Würdenträgern, die Staatsangelegenheiten besprechen, langsam und stetig. Nähert sich ihnen die Vision, während ihre Aliensprache allmählich in Worte übersetzt wird, die für uns eine Bedeutung haben. Es ist eine Schande. Man stelle sich nur vor, wenn die jüngeren Rassen auch nur vermuten würden, dass wir unsere eigene Technologie nicht mehr vollständig verstehen. Wir müssen. Es ist überwältigend, wie stark die Gedanken der beiden Barkalits leuchten. Sie werden uns wie eine blühende Blume offen dargelegt, es wäre so einfach hineinzugreifen. Denken immer noch, dass Strafmaßnahmen fehl am Platze sind. Sie sind jung und sorglos, aber das sind wir auch einmal gewesen. Sie haben immer noch Zeit, um dort, wo technologische Geheimnisse so einfach aus den Nischen ihrer Gedanken herausgezogen werden können, wie man eine Datei von einem ungesicherten Computer kopiert. Die Barkalits nehmen den Diebstahl nicht wahr, der sich direkt in ihren Gedanken ereignet hat. Sehr cool. Aber Leute, wie können wir Informationen über eine Technologie erforschen, wenn die sagen, dass wir unsere eigene Technologie nicht mehr vollständig verstehen? Die haben sie wohl noch verstanden. Okay, dunkle Materie. We have mastered a new technology. Hallo, oh mein Gott, Leute. Ermöglichen Abbau von dunkler Materie. Diese exotische Substanz hat viele Eigenschaften, die sich den Gesetzen der Physik scheinbar widersetzen. Förderbare Konzentrationen können nur in der Nähe von schwarzen Löchern oder in bestimmten Nebeln gefunden werden. Neue Forschung müssen wir nicht machen, denn wir forschen ja. Wir forschen ja. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir denn in unserem Reich sowas? Wir haben hier haben wir zum Beispiel sowas. Keine Befehle in Vua. Dann bauen wir hier die Forschungsstation hin. Wollte doch gerade sagen, das Hyperrelais. Fliegt er jetzt über das Hyperrelais darunter? Ah, es scheint schon. Ah, bumm. Er scheint schon da zu sein, okay. Okay, cool. Jetzt, Moment, wo haben wir noch was? Wir haben doch bestimmt mehr als eins, oder? Hier, Champions Maelstrom. Ah, der baut auch schon. Hier hin, danach dann dort die Sternbasis. Okay. Special product complete. Alles gut, aber haben wir noch eins? Ne, das war's dann endgültig. Mehr haben wir nicht. Dann haben wir immerhin zweimal dunkle Materie in unserem Reich. Mal gucken. Ganz ordentlich, oder? Können wir das vielleicht irgendwo hier auch mal filtern? Das machen wir ja auch nie. Dass wir hier mal ein bisschen was filtern. Der Nachbarmodus, zentrieren. Nö, möchte wieder Detailskartenmodus. So. Reich. Hyperraumrouten, Sektor, Geheiminformationen. Naja, nee, okay. Na gut. Leute, halt. Shudra Prime. Upgraden. So. Trojanischer Asteroid. Wie die Wissenschaftler auf Koros bereits vermutet haben, versteckten die Drohnen im Asteroiden TR-44-354F tatsächlich etwas. Die tapferen Bemühungen der Crew der ISS Zephyr haben reichhaltige Mineralablagerungen im Kern des Asteroiden freigelegt. Sauber. Den werden wir uns nämlich dann bald holen. So. Die Sovix Quast haben uns zum Rivalen erklärt. Da erklären wir auch. So, und die Sovix Quast befinden sich hier, die kleinen Gauner. Ja. Da wäre unsere Station Pleione. Wie sieht's aus? Da, gerade da haben wir jetzt Ankerplätze gebaut. Da bauen wir natürlich dann keinen Ankerplatz nochmal. Da bauen wir mal einen Hangar hin. Und hier unten die Hydrokultur, das weiß ich auch nicht so genau. Ob wir da eine Hydrokultur möchten oder doch lieber einen Störfeldgenerator.
System survey complete. Okay, Savax Quast. Nicht länger ein gültiger Rivale für uns. Das war ja auch die kürzeste Rivalität, die ich jemals gesehen habe. Okay, auf jeden Fall, da unten läuft es schon mal. Aber, Leute, wo ist unsere Flotte hier oben? Ja. Mann. We have mastered a new technology. Alles in Ordnung. Valamoria erforscht. Sehr gut. Quasi optimal, könnte man sagen. Dann bleib du mal hier. In der Nähe. Und wir haben der lebende Staat erforscht. Fraktionseinigkeit plus 10%. In Ordnung. Der Alien Zoo. Ja. Nicht ganz so wichtig. Diplomatische Bedeutung könnte aber wichtig sein. Die holen wir uns mal tatsächlich. Bergbau. Nach Lust und Laune. Moment, da haben wir einen arbeitslosen Arbeiter. Wir kaufen mal noch ein bisschen dazu. So, okay. Tief in einer Felsspalte auf dem gigantischen Asteroiden XR7012 haben wir etwas Erstaunliches gefunden. Am Fels arbeitet eine Bergbaumaschine, die sich in die schier unendliche Tiefe des Asteroiden gräbt. Die Maschine steht verlassen da und es gibt keine Anzeichen darauf, wer sie dort platziert haben könnte. Wenn wir die Maschine aufhalten können, wäre es uns vielleicht möglich, etwas über ihre Technologie herauszufinden. Dazu müssen wir uns aber beeilen, bevor sie von den herabfallenden Trümmern zerschmettert wird. Ne, wir versuchen sie anzuhalten. Situation log updated. Ja. Konstruktionsschiff brauchen wir dort. Haben wir ein Konstruktionsschiff in der Nähe? Haben wir. Er könnte das tun. So. Okay, müsste dann passen für uns. Der Rest hier sieht alles gut aus. Sehr gut aus sogar. Okay. Wie sieht es mit dem Kampf aus? Noch drei, dann haben wir es. Noch drei, nicht mehr viel. Noch drei. Gut. Gut, Leute, noch drei. Also ja, überrennen sie quasi. Zalorin, was machen die? Was für Zeug hier? Ja, die schlachten hier die keine. Construction sind. Complete. Was passiert? Sieg, wir haben den Krieg gewonnen. Achtung. Wir haben sie unterworfen. Wie haben wir den Krieg gewonnen? Ja, okay, wir wollen exotische Gase. Minus 8. Das geht nicht, Moment. Abbrechen. Dann hätten wir jetzt minus 5. Hier, 1, 0. Kaufen wir mal schön exotische Gase. Kaufen ein bisschen weniger Legierungen und verkaufen aber auch keine flüchtigen Teilchen mehr.
Ja, jetzt kommen wir langsam in die Luxusgüter hier rein. Bin ich ja mal gleich gespannt, wie das hier sich ausgeht. Leute, arbeitslose Arbeiter. Schabtrack. Nahrungsverarbeitungsanlage. Wo ist denn dieses Nahrungsmonster? Das wollten wir doch mal auch irgendwo hier Ernährungszentrum. Komm, wir bauen es jetzt da halt hin endlich. Dann wäre das Ding als Thema erledigt. Machen wir schon so lange rum. An dem Ding. Ja, Leute. Voll gut. Wir haben die Salorie mit unterworfen. Das bedeutet, dass wir ja, auf 18.000 hochgeschnellt sind, auf 19.000 fast. Ja, jetzt müsste eigentlich. Construction complete. Guck mal, wenn der Monat neu anfängt, alles hier. Okay, wir haben ein Kometen gesichtet. Zufriedenheit plus 10%. Gut. Jetzt Moment. Construction complete. Okay, gut. Wir haben den Krieg gewonnen. Sehr gut auf jeden Fall. Und wir reden jetzt mal mit den Salorim. Die sind illoyal, erbärmlich unterlegen. Die sind fix und fertig, die Jungs. Genau, dann werden wir jetzt aber mit euch hier. Dann kämpfen, okay. Alien-Bedrohung. Ich weiß gar nicht, ob das für uns jetzt von so großem Interesse wäre. Wir fliegen mal zurück. Er fliegt hinterher. Gut, und er wird jetzt auch wieder unser Reich fliegen. Dass wir tatsächlich uns dem Süden hier widmen können. Hier die beiden. Alliance of Raxicodium Primum und die Quast. Da geht's nämlich ab jetzt. Und wie sieht's aus mit den Meeresch? Volupta. Intellekte es nur. Neutral, aber ja, da gibt's jetzt auch nicht allzu viel zu beachten bei den Meeresch. Ja, Leute. Oha, brutal, oder? Bewegen ihn mal hierhin. Das Salorim kann den Kriegsgrund untertan gegen uns verwenden, ist in Ordnung. Neue archäologische Stätte entdeckt. Wo? Ganz weit weg. Brauchen wir jetzt nicht angucken, auch weil wir kommen auf keinen Fall hin. Okay. So, Freunde, und ihr? Geht auch mal dort rüber. Ja, wir werden jetzt ein bisschen anfangen, uns zu, nicht zu rechnen, aber uns mal vorzubereiten. Auf Dinge, die da kommen mögen. Perfekt, oder? Das sieht auch ganz gut aus. Wir könnten sogar noch eine Station bauen, wenn wir das möchten. Und hier haben wir tatsächlich auch wirklich Piraterieprobleme. Wenn wir jetzt Alpha Lynkis nehmen. Alpha Lynkis nehmen. Und hier mal verbessern und dann Alpha Lynkis noch stärker machen. Ja, dann kriegen wir die Piraterie auch in den Griff. Ohne Probleme. Oh, brutal, Leute. Brutal. Hier 107. Alles in Ordnung. Alles gut soweit. Weg damit. Karrenwall ist fertig gebaut. Ja, und Karrenwall wird auch nochmal verbessert. Und Pleione wird schon verbessert. Okay. Wir lassen es krachen. Und Emmy wird auch verbessert. Da wird jetzt richtig Gas gegeben nochmal. Und ja. Der Krieg, und ich hoffe mal, dass es mal zu dem Krieg dann kommt gegen jemanden, der sich auch wehren kann. Wir gucken mal nochmal ganz kurz ein Situationsprotokoll Sieg. Ja, und
Okay, gut, die Raxicodium, die sind dann schon. Ja, die drittmächtigsten, aber die sind halb so stark wie wir. Ja, puh. Und die Quasts sind auch schwach. Also, Leute, es sieht ganz gut aus. Mal gucken, dass wir die Krise überstehen in irgendeiner Form. Ja, und dann können wir Gas geben. Leute, dann können wir richtig Gas geben. Und das wollen wir ja. Wollen ja Gas geben. Ja, wir haben schon ganz gut gemacht. Da kann man echt nichts sagen. Also alles in allem läuft es doch ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Müssen halt noch ein paar seltene Kristalle kaufen. Construction complete. Aber dann wird das hier ordentlich laufen, Leute. Oh Gott. Okay, und das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen. Ich hatte Spaß, war ein bisschen anstrengend heute. War ein bisschen anstrengend. Ich wollte halt auch mal vorankommen, dass man nicht immer da unten rum macht, sondern dass man... Ja, also schaut mal, wir haben quasi von dem... Wir haben die ganze westliche Hemisphäre, ja, haben wir. Mit den Quack, die wir jetzt uns einverleibt haben, hier. Und mit den Salorim, die wir uns einverleibt haben, hier. Wird gut. Wird gut. Und jetzt werden dann die heftigen Kämpfe stattfinden. Das war alles nur Geplänkel. Ja, und jetzt wird es dann losgehen, Leute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich habe einen Haufen Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Vergnügen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Beziehungsweise, lasst ein Follow da und ein Sub. Alles, lasst halt alle, Leute, lasst halt alles da. Das ist doch klar. Lasst alles da. Und vor allem, unterstützt mich. Labert rein. Schreibt. Wenn ich irgendwas übersehen habe, wenn ich was vergessen habe, das wird so komplex momentan, da übersieht man einfach die Hälfte und kann gar nichts dafür. Also, bringt euch ein. Euer Feder soll es nicht sein. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.